Sehen wir heute eine Gegenbewegung, nur eine Gegenbewegung, oder es ist doch sogar ein Trendwechsel? Und zwar Trendwechsel im Sinne dessen, was wir in den letzten Tagen, ja Wochen gesehen haben, steigende Renditen. Deswegen Tech-Sektor schwach, Nasdaq eher schwach, nach unten abverkauft und auch Gold zum Beispiel abverkauft. Warum? Weil sowohl der Nasdaq als auch Gold auf reale Renditen reagieren und die sind weniger negativ geworden. Deswegen die Tech-Werte belastet, deswegen auch Gold belastet. Heute dagegen sehen wir genau das Gegenteil. Tech geht nach oben, Gold geht nach oben, auch der Dollar wird wieder schwächer und wir sehen auf der anderen Seite eben fallende Renditen. Das ist ja das, was die Märkte so nervös gemacht hat. Ist jetzt also diese ganze Geschichte vorbei? Haben wir jetzt sozusagen das Thema steigende Renditen hinter uns, dementsprechend auch die Schwäche beim Nasdaq? Dieser Frage, meine Damen und Herren, möchte ich in diesem Video nachgehen und wir wollen ein paar Indikationen dafür bekommen, ob das der Fall ist mit einer Trendwende oder vielleicht doch nur eine Gegenbewegung ist, aber fangen wir mal an, eins nach dem anderen. Wir starten mal mit der Relation zwischen überverkauften Tech, ich hatte es heute Morgen im Videoausblick ausführlich thematisiert, und überkauften Industrials, also wenn man so will, der Relation zwischen Nasdaq und Dow Jones. Und die Rabobank hat geschrieben, ja gestern, da sind Tech-Werte eben abverkauft worden, jene Tech-Werte, die vor ein paar Monaten noch ein No-Brainer-Kauf gewesen sind, also kann man Hirn ausschalten und kaufen. Jetzt hat man sich gesagt, wir können das Hirn ausschalten und verkaufen, aber sagt die Rabobank, vielleicht hat das alles mit Gehirn gar nichts mehr zu tun. Ein interessanter Punkt. Jedenfalls sehen wir, dass das schon sehr, sehr selten passiert ist in dieser Korrelation. 1,5 Standardabweichungen überkauft der Dow, 1,5 Standardabweichungen überverkauft der Nasdaq. Dementsprechend schon ein ungewöhnliches Ereignis, was eigentlich nur alle paar Jahre auftritt. Heute sehen wir, dass der Nasdaq deutlich stärker ist als der Dow Jones. Gleichwohl können alle zulegen, eben weil die Renditen fallen. Das ist das entscheidende Moment. Und hier sehen wir mal die Nasdaq-Dow-Ratio Monthly Changes, also die monatlichen Veränderungen. Da sehen wir hier, das ist schon der größte Game Changer hier in Sachen Tech im Grunde seit der Dotcom-Blase, seit Platzen derselben. Also das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, was da passiert ist. Nasdaq-Werte, Fang-Aktien etc. waren ja die großen Gewinner der Corona-Krise. Jetzt hat man sich dann eben gesagt, okay, Corona-Krise ist vorbei, dann machen wir jetzt mal genau das Gegenteil, sodass eben das Jahr 2021 in so vielerlei Hinsicht das Gegenteil dessen ist, an den Märkten im Mindesten, wie das Jahr 2020. Aber weiter im Text. Schauen wir uns mal an die Bewegungen seit dem Tief, dass die Märkte im Rahmen der ersten Corona-Welle gemacht hatten. Das war am 23. März. Da hatte Russell 2000 120% gewonnen. Der S&P Equal Weight, also gleichgewichteter Index, wo eben jetzt nicht eine Amazon, eine Apple so diese marktdominante starke Gewichtung haben aufgrund ihrer Marktkapitalisierung, 90%, der Nasdaq 100 nur 75,5%, man glaubt es ja kaum, und der S&P 500 70,8%, der Gesamtindex mit diesen 500 Werten nach Marktgewichtung. Also wir sehen hier, diese Nebenwerte laufen besonders gut. Tech ist jetzt zurückgefallen, ist also nicht wie in 2020 der große Outperformer. Heute, wie gesagt, diese Gegenbewegung oder doch der Trendwechsel? Gute Frage. Wir schauen uns zunächst mal an, dass wir hier konstatieren, dass wir eine positive Korrelation haben zwischen dem S&P 500 im Mini-Future oder dem S&P Future, wenn man so will, und der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Normal ist das ja umgekehrt. Wenn die Anleihenrenditen fallen, ist das eine Art Flucht in die Sicherheit. Man kauft also Anleihen, die Kurse der Anleihen gehen nach oben, die Renditen fallen. Wenn dagegen Euphorie herrscht an den Märkten, dann steigen die Aktienmärkte, aber die Anleihenmärkte steigen dann normalerweise nicht, weil man eben rausgeht aus Anleihen und sich sagt, da ist doch alles wunderbar, wir kaufen Aktien. Also normalerweise sind die eher negativ korreliert als positiv korreliert und wir sehen jetzt ein seltenes Phänomen, eben dass sie positiv korreliert sind, das heißt, gehen die Anleihekurse nach oben, fällt die Rendite also, dann gehen auch die Aktienmärkte nach oben. Das ist derzeit das Spiel, weil die Märkte sich eben sagen, ja, wir kriegen großes Wachstum und das wird dann auch die Nachfrage anheizen, das wiederum wird zur Inflation führen und deswegen müssen die Renditen steigen. So war das Thema bisher. Also, heute nur umgekehrt. Heute sehen wir fallende Renditen und gleichzeitig steigende Aktienmärkte, passt aber in dieses positive korrelierte Schema.
ungewöhnlicher Vorgang, das ist erstmal wichtig zu verstehen. Jetzt gibt es schon die ersten Leute, die sagen, also das ist alles ein bisschen übertrieben gewesen. PIMCO etwa sagt, ja, das Ausmaß des Bond Market Sell-Offs jetzt zu Beginn des Jahres 2021 ist übertrieben, die Inflationserwartungen sind zu stark gestiegen, zu schnell gestiegen, da ist vielleicht ein bisschen zu viel Euphorie jetzt in Sachen Wirtschaft, zu viel Euphorie in Sachen Inflation der Fall. Ist das so? Gute Frage, auch JP Morgan haut hier in diese Kerbe und sagt, naja, unser Crowding Indicator ist jetzt praktisch ganz, ganz oben angelangt. Crowding in dem Fall sozusagen alle rein in Value und alle raus aus Tech. Vorher war ja alles rein in Tech, alles raus aus Value. Jetzt sind wir bei Extremwerten, sagt also JP Morgan. Und jetzt dürfte dieser Unwind, also diese Portfolio-Umschichtungen, wenn man so will, das dürfte jetzt weitgehend vorbei sein. Okay, das ist zunächst mal also ein Indiz dafür, dass diese Geschichte jetzt vorbei ist, dass die Underperformance von Tech sich jetzt umkehren könnte. Aber ich habe natürlich noch ein paar Grafiken mitgebracht, die dagegen sprechen. Und die sind eher makroökonomischer Natur, fundamentaler Natur, sind also praktisch der größere Tellerrand, wenn man so will. Und da ist zunächst mal jetzt die Wachstumserwartung. Das erste Mal seit dem Jahr 2005 dürfte die USA mehr zum globalen Wachstum beitragen als China. Das erste Mal seit 2005. Nun gut, man muss ein paar Billionchen investieren, um dieses Wachstum zu erzeugen. Man muss viele Dollars drucken, um einen Dollar Wachstum zu erzeugen. Aber interessant, dass also jetzt die USA das erste Mal seit 15 Jahren, 16 Jahren im Prinzip einen nennenswerten Beitrag zum globalen Wachstum leisten, zumindest nennenswerter als China, das die ganze Geschichte ja gerettet hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, kann man sagen. Und wir sehen auch die amerikanischen CEOs, die sind euphorisiert, die sind so optimistisch für die Wirtschaft wie seit dem Jahr 1983 nicht mehr, also als seit der frühen Zeit von Ronald Reagan, wenn man so will. Also da sind Wunderdinge zu erwarten. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, wenn es wirklich so ist, dass die amerikanische Wirtschaft so deutlich wächst, 5-6%, so derzeit jetzt die Konsensmeinung für das Jahr 2021, dann können eigentlich die Renditen nicht so weit unten bleiben. Hier sehen wir das größte Gap zwischen den Yields, also zwischen den Renditen und dem GDP, also dem Bruttoinlandsprodukt, zumindest der Erwartung, wie das Bruttoinlandsprodukt ausfallen wird, seit dem Jahr 1966. Das heißt, wenn diese Erwartung eintritt, dass die amerikanische Wirtschaft so schnell wächst, dann können wir nicht mit Renditen bei 1,5% für eine 10-jährige Anleihe bleiben, sondern dann muss das höher gehen, zumal eben starkes Wirtschaftswachstum normalerweise eben auch ein Anziehen der Inflation bedeutet. Wir werden ja jetzt wahrscheinlich im Mai, im April Werte zum Vorjahresmonat jeweils bekommen von 3-4%, so die derzeitige Einschätzung. Also da wird sich etwas tun, dementsprechend müssten eigentlich die Renditen noch weiter steigen und die Anleihenmärkte spielen das auch. Hier sehen wir mal die Erwartungen der Fed Fund Futures, also jener Futures, die Zinserwartungen einpreisen. Wann passieren die ersten Zinsanhebungen? Und hier sieht man der erste, der dürfte so vielleicht Anfang 2023 erfolgen und dann kommt ein zweiter Schritt, ein dritter Schritt, ein vierter Schritt, alles noch im Jahr 2023. Also 4 Zinsanhebungen für das Jahr 2023, erinnern wir uns zurück. Die Fed hat ja in rasenden Schritten die Zinsen auf Null gesenkt, die waren ja auch vorher gut über 2%, wenn ich mich noch recht erinnere. Jedenfalls ist das sehr schnell gegangen. Dementsprechend würde es noch dauern, bis die Fed die Zinsen anhebt. Aber vielleicht vorher, so denkt sich eben der Markt, und das war der Grund, warum die Renditen nach oben gegangen sind, vorher vielleicht das QE beenden müssen, eben aus Sorge vor einer Überhitzung der Wirtschaft, die doch sehr schnell wächst. So ist ja die Konsensmeinung. Dementsprechend muss die Fed dann gegensteuern. Aber wird das wirklich so sein? Das ist die ganz große Frage. Schauen wir uns zunächst mal an, was hier ein Modell der Bank of America sieht, nämlich, dass wir wahrscheinlich im zweiten Quartal den Earnings Peak haben, also Earnings per Share, Gewinnwachstum sozusagen, dürfte dann im zweiten Quartal seinen Hochpunkt erreichen und dann wieder zurückgehen. Das ist so ein bisschen ein Widerspruch zu den Dingen, die wir vorher gehört haben. Wachstum von 5-6%. Wir werden wahrscheinlich im zweiten Quartal, so sagt zumindest die Bank of America, schon den Hochpunkt gesehen haben auf der einen Seite. Und Steen Jakobsen,
von der Saxo Bank sagt, ja, pass mal auf, vielleicht ist das alles so ein bisschen optimistisch gedacht. Wir haben dieses Wachstum ja durch eine immense Verschuldung erkauft. Jetzt nochmal 1,9 Billionen obendrauf, wie es aussieht. Und möglicherweise sind die Dinge eben doch nicht so großartig, wie wir denken. Und möglicherweise bedeutet das auch, dass wir ja mit dieser Verschuldung, mit den Stimuli, die wir jetzt gemacht haben, die wir in 2020 gemacht haben, respektive die Amerikaner gemacht haben, und jetzt der 2021, dass man eigentlich nur zukünftiges Wachstum jetzt schon in die Gegenwart verschiebt, dafür aber eben der Zukunft dieses Wachstum ein Stück weit klaut, sich das ausleiht, praktisch jetzt in der Gegenwart das schon verkonsumierte, was in der Zukunft hätte sein können, dementsprechend die Zukunft weniger rosig aussieht. Und hier sagt Sten Jakobsen dann, ja, vielleicht erleben wir auch Stagflation. Also schon ein Anspringen der Inflation, aber eben nicht das passende Wirtschaftswachstum dazu. Und das wäre natürlich ein Worst Case, das von den Märkten überhaupt noch nicht eingepreist worden ist. Und wenn wir uns mal anschauen, da kommt auch Gegenwind aus China. Wir haben Rückenwind, was die Liquidität betrifft, aus den USA. Ja, jetzt durch diese massiven Stimulusmaßnahmen. Hier sehen wir mal die Money Supply, Geldmenge M2 in den USA, 25% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Das ist eine Menge Holz, aber die Chinesen, die drücken ein bisschen auf die Bremse, und China ist ja sehr, sehr wichtig für die Weltwirtschaft. Wenn also der Kreditimpuls, wenn die Geldmenge in China nicht mehr so steigt, sondern jetzt tendenziell sozusagen abgekühlt wird, und das scheint so ein bisschen die Politik jetzt der chinesischen Führung zu sein, zu sagen, Mensch, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier ein bisschen umsteuern, dass wir ein bisschen die Sachen nachhaltiger gestalten. Also China tritt eher auf die Bremse, und das sieht man eben auch an Chinas Aktienmärkten. Hier der China A50, der zwischendurch durch staatliche Fonds aus China gestützt wurde, oder der chinesische Aktienmarkt insgesamt, dann aber doch wieder um 2% gefallen ist. Insgesamt jetzt schon 15% seit seinem Peak im Februar gefallen ist. Also wir sehen, da ist Stress. Und da spielt man offenkundig schon die fehlende Liquidität oder das Austrocknen der Liquidität ein bisschen am chinesischen Aktienmarkt, während die Amerikaner eben noch hier ihre Stimulus-Dinger durchreiten, könnte man sagen. Aber ein zentraler Punkt ist eben auch Dollarstärke. Wir haben jetzt Stress gesehen bei Währungen der Emerging Markets, die sind schwer unter Druck gekommen, auch deren Aktienmärkte. Ein Grund dafür ist die Stärke des Dollars. Wie gesagt, heute eine Gegenbewegung, aber ist auch das eine Trendwende? Unwahrscheinlich, wie es aussieht. Hier sehen wir mal die Short-Positionierung im Dollar. Die ist historisch gesehen auf außerordentlich hohem Niveau. Das heißt, wir sehen, dass alle Welt nach wie vor Short im Dollar steht. Und normalerweise geht die Börse ja den Weg des größten Schmerzes. Also versucht diejenigen, die sehr einseitig positioniert sind, erstmal abzuholen, sozusagen diesen Investoren Schmerzen zuzufügen. Das passiert heute ein Stück weit am Anleihemarkt in den USA. Aber wir haben um 19 Uhr dann eine Auktion einer dreijährigen US-Staatsanleihe. Das wird wichtig, das wird Einfluss auf die Renditeentwicklung haben und damit auch auf die Aktienmärkte. Und wir haben morgen dann sehr wichtig nochmal eine 10-jährige Anleiheauktion, und dann kommt noch eine weitere Auktion im Laufe dieser Woche. Also das Geschehen am Anleihenmarkt, das wird wichtig und wird eben die Aktienmärkte auch stark beeinflussen. Ich hatte mehrfach schon die Grafiken gezeigt, wo der Move, also die Volatilität an den Anleihenmärkten, sehr stark korrespondiert mit dem VIX, der Volatilität des S&P 500. Und kommen wir abschließend, meine Damen und Herren, noch nach Deutschland. Anlagen in Millionenhöhe. Der Skandal um Greensill Bank weitet sich aus. Die hat ja ein Moratorium erdulden müssen durch die BaFin. Also ist praktisch ja jeder Zahlungsverkehr erstmal gestoppt. Und unsere öffentlich-rechtlichen Sender haben dankenswerterweise hier Gelder angelegt. NDR, SWR und auch der Saarländische Rundfunk haben da ein paar Millionen geparkt. Jetzt ist es aber so, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine Einlagensicherung genießen, wenn sie ihre Gelder nicht länger als für 18 Monate anlegen, und die entsprechenden Rundfunkanstalten sagen, ja, super kürzer angelegt, also wird der deutsche Staat sozusagen dann die Landesrundfunkanstalten ausbailen, wird also diese Gelder letztendlich garantieren. Da haben also wieder großartige Finanzfachleute in öffentlich-rechtlichen Sendern, die von unseren Gebühren leben, die Gelder versenkt, die dann der Staat wieder letztendlich ersetzen muss. Und wir haben natürlich auch, Stichwort Stupid German Money, einige Städte, die hier Millionen versenkt haben, die sie wohl nicht mehr wiedersehen. Da sind einige Städte, die durchaus
30, 40 Millionen Euro hier in den Sand setzen, weil dieses Geld wohl unwiederbringlich verloren sein wird. Und hier noch abschließend einen Hinweis an die Freunde von Tesla. Sie wissen, ich bin ja der allergrößte Freund von Tesla. Die Aktie heute massiv gestiegen, 14%, glaube ich, nachdem es jetzt 5 Tage hintereinander mindestens 3,5% nach unten ging. Teil eben dieser Gegenbewegung oder dieser Trendwende, die wir jetzt heute gesehen haben. Jedenfalls ist es so, wenn wir uns jetzt mal anschauen, Deutschland hat jetzt die USA überholt bei Neuzulassungen von E-Autos. Hinter China jetzt die Nummer 2. Und wir sehen, dass zwar Tesla bei E-Fahrzeugen noch mit 500.000 Neuzulassungen führt, aber Volkswagen jetzt schon mit 422.000 Autos an zweiter Stelle liegt. BMW übrigens an 4. Stelle, Daimler an 6. Stelle. Also VW holt auf und dürfte bald Tesla überholen. Und es gibt ja das Gerücht, dass Volkswagen auch neben ein paar E-Autos auch noch Benziner verkauft oder zumindest Autos mit fossilen Brennstoffantrieben. Dementsprechend muss man da gerade heute angesichts des starken Kursgewinns, dieser starken Erholung von Tesla, noch einmal die Bewertungsfrage stellen. Volkswagen wird bald die Nummer 1 sein im Elektrofahrzeugmarkt. Ist das wirklich eingepreist? Volkswagen-Aktie ja zuletzt sehr, sehr gut gelaufen, aber eben noch nicht gut genug. Da ist noch sehr, sehr viel Potenzial in Relation im Mindesten zu Tesla, nach meiner Auffassung. Und die Frage, haben wir jetzt insgesamt eine Gegenbewegung oder einen Trendwechsel? Da würde ich aus makroökonomischer Sicht dazu neigen. Nein, da haben wir noch nicht fertig. Die Renditen werden weiter nach oben gehen, bis die Fed irgendwann dazwischen klopft und sagt, nee, wir werden jetzt diesen Anstieg der Renditen verhindern. Wenn jetzt die Renditen wieder zurückgekommen sind, hat die Fed natürlich weniger Notwendigkeit zu intervenieren. Aber der Markt wird sozusagen die Fed testen, antesten, so lange nerven, bis die Fed irgendetwas tun muss. Und dementsprechend gehe ich von weiter steigenden Renditen aus. Bei allen Rücksetzern, die jetzt eben gekommen sind, weil viele Hedgefonds Short waren in US-Staatsanleihen. Wir sehen also heute letztendlich einen Short-Squeeze bei US-Staatsanleihen, vor allem ausgelöst durch Hedgefonds. Dieser kann noch weitergehen, aber grundsätzlich dürfte sich dieses Bild erstmal nicht ändern, dass wir tendenziell steigende Renditen haben. Und das heißt, tendenziell ist das eben nach wie vor schlecht für Tech-Werte, wie die im Nasdaq sind. Also, das war erstmal meine Einschätzung. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Abend und sage Ihnen Servus und Ciao.